Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Logik. Heute werden wir ein bisschen unsere Basis aufbauen. Das heißt, den Rahmen werden wir noch entsprechend weiterbauen. Nebenbei ist in der Werkbank bereits diesen Teil hergestellt, Eisenstachelwolle. Jetzt haben wir für einen Namen. Ein bisschen Defekt muss ich noch ausräumen. Was wir noch machen können, ist hier und werden. Wir werden hier ein bisschen Blackboards herstellen, hier Steinplattenblock. Da ist auch noch ein paar Steine. Legen wir ins Gepäck. Wir haben Steine da und wir haben noch Lehm. Schauen wir mal, dass wir jetzt ein paar Herstellungen bekommen. Über unser Inventar. Klingt aber komisch, was ist oder so? Kann ich ja auch nebenbei machen, eine Stunde lang, ne? Gut, hätten wir erstmal Dings machen müssen. Pflasterscheine. Quatsch. Okay. Das machen wir zuerst und dann machen wir die anderen fertig, ne? Gut, kann ein bisschen dauern, macht aber nichts. Wir gehen raus, wir werden ein bisschen buddeln, wir werden die Mauer, die ersten Ziegel setzen und hoffen mal nebenbei, dass uns keiner so oft stört hier. Was wir auch noch machen könnten, die können wir schon mal setzen, theoretisch. Und wir können auch paar reparieren. Das ist ja auch noch zu machen, ne? Die wollen nicht mal reinspringen, ne? Ja. Hier, da so ein Ding da ist, kannst du nicht bauen. So, halt mal rein. Ja, hier vorne an der Mauer würde ich noch einen Kreis machen, da geht noch rum. Die machen hier mal weiter. Und zwar fällt mir jetzt gerade so ein, hätten wir noch ein Benzin mitnehmen können. Weil kann man nicht vorbei. Reparieren wäre kein Problem, aber Benzin ist nicht nur ein Problem. Aber nicht so schlimm, wir machen unten noch weiter, ne? Hier werden wir das Bau kriegen. Wir brauchen noch ein bisschen XP. Und dann nehmen wir alles mit. So, mal gucken, was wir bauen können. Dauer reinfallen, ne? So. Hier ist ja nur Lehm. Alles gut. Hier so eine kleine kein Besuch. Ich mag keinen Besuch am frühen Morgen. Die Dinger fallen nicht runter. Das probier ich mal aus, ob wir so bauen können. Ja, das ist gut.
Wollte eigentlich ganz oben Beton machen, mal sehen. Und die halten ja einfach länger, ne? Die Dinger, die sind ja ruckzuck hinüber. Mal sehen. Und Zeit haben. Blutmond, falls wieder sein. Vielleicht sogar heute. Ich hab's vergessen. Schauen wir mal, ne? Ah, ja, geht nicht, dann wollen wir mal wegschaufeln. Ja, ich war heute Nacht wieder in der Eisenmine. Durch Glück. Also ich wusste ja, dass Blei da war und Eisen auch. Das wusste ich ja. Und durch Glück habe ich noch Kohle gefunden und Nitrat. Und das ist ja eigentlich perfekt. Weil die Mine ist ein bisschen weiter weg vom Haus. Ich habe den Zugang unter der Erde gefunden. Also mit Erdbohrer habe ich da hingebohrt. Und dadurch jucken mir die Zombies so weniger, wenn sie draußen leer machen. Weil ich bin ja eigentlich geknüpft. Nur durch Zufall. Ich meine, ich hatte ja vorher mal Blei da gesucht gehabt. Und jetzt haben die sich freigebuddelt, ne? Also den Rest zur Mine runter, ne? Und dadurch musste ich da noch Steine reinbauen. Und dann werde ich auch noch hingehen müssen und von oben auch noch was halt reinbauen. Damit die sich da nicht so leicht durchbuddeln. Vielleicht sogar Beton. Weil Beton hält doch ein bisschen länger wie Stein, ne? Stein hat er nur wert 500. Aufwerten 2005. Mit Ziegel, einfach Beton 2,5 und Beton mit Eisengerüst 5000. Beton kannst du aufrüsten mit Stahl auf 7000. Aber das wird echt ein teurer Spaß, weil man viel Eisen einschmelzen muss. Ne? Ein teurer Spaß, das Zeitaufwand ist hoch. So, was haben wir noch hier? Leider bringt das kein XP. Beton bringt XP. Aber Beton kostet ja auch ein bisschen Geld, ne? Also Ressourcen. Man muss viel mehr tun. Aktuell werden noch Steine eingeschmolzen. Braucht viele Steine. Alles für Zement. Ja, mit der Eisenschaufel geht schon schneller als mit der Steinschaufel, ne? Den Lehm brauchen wir sowieso zum Einschmelzen. Von daher ist ganz gut, dass wir hier ein bisschen buddeln, ne? Na. 5, Junge, 5. So, mal kurz rausgehen und die anderen Dinge auflegen, aufstellen. Die Eisenstachelfalle. Ich muss sie kurz reparieren, ich hoffe. Oh, das ist gut. Das ist ungünstig, ne? Aber wir können ja kurz unterbrechen und weitermachen, ne? Oh, die Dinger machen wir jetzt nicht auf hier. Auch nicht der Zufall. Und da müssen wir hin.
Na, das war eben gerade gut. Ne? So. Bauen wir einen hin. Dann pingen, ne? So. Die vordere sehen wir offen. Und das muss zugemacht werden. Die anderen Mauern müssen Dinger sowieso weg. Aber in der zweiten Reihe können die ruhig stehen bleiben. Machen wir dazu, wo Loch ist, ne? Sonst ist das ungünstig. Heute Nacht kamen sie hier rein. Und hier sind sie reingehüpft. Einfach so. Und hier auch. Wir haben sich gehört. Ich möchte ja, dass wir im Prinzip übers Haus reinkommen. Nachbarhaus. Dass wir im Prinzip genau vor der Flinte laufen. So. Gut, so wird nicht sein, aber gut, egal. Nummer 11. Eisen. Nochmal 10 Tage Schrott. Dann können wir gleich mal rüberlaufen. Zu der Mine. Da, wo die Dinger sind, da können wir das oben zumachen. Den Weg versperren. Du sollst den Weg so schwer wie möglich machen. Ne? Für den Tee. Ich bin Ausdauer. Das heißt, die laufen. Ich bin, habe hier mal gegraben. Eigentlich müsste ich jetzt die Dinger sehen. Ah, da sind die schon. Und dann haben die sich von hier oben nach unten durchgebuddelt. Äußerst ungünstig für mich. Ich hab's gerne ruhig im Keller, ne? Genau hier unter ist die Mine, ein riesiges Teil gebaut, ausgehöhlt mit Erdbohrer, eine riesige Fläche. Sollte schon eine Weile abhalten, ne? So ein Teil lang. Eine mal. Ich habe nämlich gehört, wie sie eine Höhe irgendwo poltern, ne? Der jetzt kann er normalerweise kann auch dick genug sein, die Erdschicht, ne? Oder die Steine. Aber hier kann man nicht durch. Bleibt mal hier der Beton drauf. Dann habe ich hoffentlich Ruhe. Da wird noch der Handigramm zum Anfang.
So. Dann machen wir das mit Holz, ne? Ja, schon schön. Bisschen groß geraten, würde ich meinen. Also, wenn es ein bisschen kleiner gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen. Wäre leichter zu verteidigen. Also, doch ein bisschen die Sache überschätzt. Gutes Holz, ne? Aus dem Wald, vom Norden noch. Mit die ersten. Blauen Zapfen. Zwei Schläge. Schon kräftige Mädel geworden. Also, ich war ja der Meinung, dass ich eigentlich ein Mann gewesen hätte, aber Updates. Na gut, das ist auch nicht tragisch. Hat eine Frau, ne? Macht nichts, nicht schlimm. Vielleicht mache ich mal eine neue Staffel mit einer anderen Welt. Mal sehen. Man kann sich auch eine Welt erschaffen jetzt. Also vorher auch schon. Aber da habe ich es nicht gesehen, weil ich Englisch nicht kann. Hat ja zum Anfang viel gebracht mit Holz, ne? Aber jetzt, naja. Ist halt der Wert, um aufzufrischen, immer mehr, ne? Unberührtes Nest. Auch nicht schlecht. Dürfte auch nicht reichen, Holz, ne, das immer so sehen. Da bin die Mauer, bis zu rustig. Meinst? So. Ab zum Haus. Also brauchen wir noch keine, wir haben genug Stoffwetzen da. Quatsch. Das ist leer, das ist gut. Ich dachte, wir waren drinnen. So, das ist verkaufen beim Händler und das ist hier, was wir auch brauchen können. Blei verkaufen wir auch, aber repariert, repariert bringt etwas mehr. Schauen wir mal. Kostet zwar Ressourcen, aber ich stelle das selber her. Knochen kriegt ihr genug. Und, na ja gut, jetzt gehen wir nicht ran. Weil ja Ding repariert wird, ne? So, Patronenhülsen, Schießpulver, Fett, Blei, Verbandskasten, verkaufen, mitnehmen. Blauen haben wir, können wir brauchen zum Bauen noch. Verkaufen,
Glaskrug, Munition, Eisenschaufel dann verkaufen, Mütze auch, verkaufen, eine eiserne Armbrust, aber mal gucken, ob wir das gebrauchen können. Munition haben wir da. So. Gehen wir rein. Ein bisschen entleeren. Aber schon gut geworden, ne? Also. Aber hier muss das Eisen noch weg und dann muss Beton hin. Aber jetzt mal lassen wir da. Machen wir erst mal anders fertig und dann später hier. So. Schau mal. Ei. Haben wir noch Eier da? Nee, ne? Federn kommen hier nicht rein. Fett. Zitat. Tee. Ja, Baumwolle hat auch nicht dabei. Zeit. Eine Stahlschaufel, das ist ja unsere Stahlschaufel. Tee. Fasern. Der Rechner geht Lüftung. Aber der ist ja gut geöffnet, da kommt ja gut Luft ran. So. Blei, Mott. Baumwolle, Pflastersteine. Gut, Vorräte haben wir keine. Hier Glaskugeln nochmal rein. Sand auch nicht, geht auch nicht, das. Flasche Wasser. Gut, dürfen wir Wasser haben, Medizin. 5. Weiß aktuell nicht, ob Messer 32. Ja. So, die Armbrust. Erstmal hier rein. Das Messer. Muss ich mal schauen, verwerten kann. Kiefern. Diese Blaufichten. Ja. Mod mal hier auch mit rein. Federn kommen woanders. Eisen auch. Baumwolle. Antibiotika kommen woanders rein. Nicht so einfach. Um Ordnung zu halten ist nicht so einfach. Also eins, was mich freue, ist zum Beispiel ganz gut, dass ich jetzt reichlich Benzin habe und dass ich mir, naja, Sorgen hat man nicht, aber dass man das nicht genug hat, ne? Das wäre mir äußerst schlecht. Ich schmelze jetzt nur ein, das kommt nach da. Ressourcen, lehmiger Boden, können wir auch noch reinlegen. Sand, lehmiger Boden, Eisen, Blei mache ich auch mal rein. Das kommt dann hier nebenan rein. Hülsen, wie gesagt, Pfeile. Stoff. Schießpulver. Ist ja fast 4000 Holz geerntet. Magnum. Nehmen wir hier mal zu. Also wir wollten einfach hier drauf. Okay.
Dann nehmen wir jetzt auch mit und Beton. Die obere Reihe, also da machen wir Beton. So. Fasern können wir hier lassen mit Ballast und die Federn können auch hier bleiben und Stoff auch. Haben wir auch schon mal ein System, Kleber, Stoff, Klebeband, Knochen, trübes Wasser, wenn wir mal Kleber herstellen wollen, können wir also alles vor Ort. So soll es normalerweise sein, aber naja, irgendwann ist man ja doch ein Schlampe, ne? Und dann bleibt es liegen. Ja, jetzt geht's raus. Da haben wir noch zu tun. Das muss auch mal sein, so eine Fallen. Weil der Blutmond steht bevor und da heißt es für mich vorbereiten. Am vorletzten Mal wurde ich überrascht. So, Schaufel mit. Erdbohrer habe ich zwar nicht dabei. Doch. Dann können wir aber gleich mal nehmen. Benzin, ne? So, gut. Falls wir doch mal einen Bock brauchen, haben wir das da. Dann nehmen wir auch Maschinengewehr und dann geht runter. Falls ihr gleich Besuch kommt. Auch wenn ich mir irgendwann eine Zugbrücke bauen kann. Denn mit einer Zugbrücke kann man hier, wird hier entsprechende Brücken und man kann entsprechend gut vorne, muss man gucken, wenn er raufkommt. Dann müssen wir gleich zumachen, ne? Da kommen wir nicht hoch. Da werden wir uns eine Treppe bauen. Ist zwar jetzt nicht gerade, oh, haben wir Holz dabei. Und Holz können wir wieder abnehmen, ne? Abbauen. Im Fall der Fälle. Das ist doch nicht ganz so dramatisch. Ah. Ach so. Auf Dings drücken, ne? Noch nicht hoch genug. Gut. Dann werden wir hier gleich mal was setzen, ne? Beton. Dann hauen die Dinger wieder weg. Nehmen wir 3. 4. Wer ist gucken, ne? Ja, super. Das ist mehr wie Stein. Dann machen wir einfach Beton drauf. Zwar mit den Klauen haben wir nach oben nehmen. Unten. Dann können wir gleich entsprechend aufwerten. Ne? Schon haben wir Beton. Mal gucken. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so gut ist, aber ich denke mal ja, erstmal jedenfalls. Das hört sich doch ein bisschen auf, ne? Jetzt machen wir später dann neu mit Beton erstmal nicht. Vielleicht machen sie auch kaputt. Dann brauchen wir nicht eingreifen. So.
hinten ist Beton oder auch nicht. Hier kommt noch eine Reihe rauf. So eine Reihe raufbauen und dann können wir hier in aller Ruhe können sie nämlich nicht. Dann müssten sie rüberspringen. Und dann springen sie in Unheil. Und dann müssen sie erstmal an mir vorbei. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal so eine Schießdinger bauen. Das ist Munition, ich muss die Bücher finden dafür. Ne? Wissen. So, jetzt sind wir los und zum Händler. Vielleicht ein paar Quests erledigen. Okay, machen wir noch so. Ne, dort nicht, kaputt. Wahnsinn. Gut, die vorne zu Ende nicht nur getan, ne, aber. Oder Kotze. Das ist so ein dicke Polizeiuniform und mit mal Spider die an. Hier noch ein Punkt los, noch mehr. Kann damit eigentlich anfangen. Muss gut überlegt sein, wenn man den nimmt, ne? So, hier wäre erstmal dicht. Das heißt, jetzt müssen die Zombies kommen und erstmal die Kinder überwinden. Und dann müssen sie hier. Dann können sie mich wieder erreichen, ne? Das ist auch wieder ungünstig, ne? Naja, gut. Müssen wir halt noch einen Zaun draufsetzen mit, und vereisen machen, ne? Das wäre eine Unmöglichkeit, ne? Das habe ich jetzt so nicht dran gedacht, dass sie da oben auch gleich ankommen. Ja, gut. Das ist zu hoch. Hier geht's. Hier nicht so hoch, da geht's, aber. Und das kostet Stahl, da können wir uns schön sparen. Das ist teuer. So, die anderen Dinge. Straße reparieren, die Eisenbeine. Straße war eine Heule. Aber das hilft mir schon weiter, das spart man nur. Also das Bauen dauert Ewigkeiten. Also das, baut bald eine zweite Werkbank. Ich glaube, einen Clown haben wir. Deswegen habe ich auch keinen. Jetzt bin ich verkauft angesetzt. Oh, da. Jetzt mal weg. Ja, geht er vor. Aber geht er so blöd, dann kann man so schlecht durchgucken. Da ist alles verschwommen. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr. So. Schön. Also, wenn sie jetzt hier rüberspringen, könnte noch eine sehr harte Tatsachen. So, gut.
So, Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Und bis dann vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.